Moin Leute, Embers hier und heute haben wir das Thema Handeln in Diablo 2 bzw. Traden. Ich möchte euch einfach mal die Frage stellen, brauchen wir denn diesen Handel? Welche Vorteile hat es? Welche Probleme entstehen damit? Welche Risiken hat man? Und zu guter Letzt auch nochmal drei Möglichkeiten vorstellen, wie man in Diablo 2 handeln kann. Fangen wir doch mal an mit der Frage, warum sollte ich in Diablo 2 handeln? Nun, etwas, was Diablo 2 auszeichnet, ist, man kann nicht gezielt nach etwas farmen. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte in einen Bereich reingehen, einen Champion killen, um garantiert eine Rüstung oder einen Helm oder eine gewisse Waffe zu finden. Ja, das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt Lust, ich möchte Tal Rashas Rüstung finden, ich kill jetzt Mephisto 5 Mal und habe dann Tal Rashas Rüstung garantiert. Nein, es kann sein, dass ich sogar vielleicht erstmal einen IK-Rüstung, also von Immortal King, finde und sage, was mache ich jetzt mit dieser Rüstung? Ich habe eine Zauberin, keinen Barbaren, ich würde doch jetzt gerne diese Rüstung haben. Dann ist natürlich mal die Option gut zu sagen, ich kann mit jemandem handeln, der vielleicht gerade das andere Problem hat. Der hat schon vielleicht zweimal Tal Rashas Rüstung, brauchst nicht ein zweites Mal, will jetzt aber einen Barbaren bauen und bräuchte diese Rüstung für einen Barbar. Da ist natürlich super, wenn man sich ergänzen kann, sagt hier, wir tauschen einmal und dann ist jedem geholfen. Ergo, es kommt jeder weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bestimmt Spieler, die sagen, ich möchte nicht handeln, ich möchte nur mit den Sachen spielen, die ich selber gefunden habe und quasi so mein eigenes Battle mit Diablo 2 durchführen. Ist natürlich auch legitim, also es muss keiner handeln. Es kann aber auf jeden Fall eine Option sein, um besser oder schneller durchs Spiel zu kommen und vielleicht in dem Faktor auch dann mehr Spaß zu haben. Um im eben genannten Beispiel zu bleiben, denke ich mal, erkennt man sofort das Problem, den richtigen Trade-Partner zu finden. Denn wir müssen genau jemanden finden, der unsere Rüstung sucht, die wir überhaben und der gleichzeitig die Rüstung anbietet, die wir suchen. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Dann das nächste Problem ist, man sagt mal so wie früher auf dem Marktplatz, wir haben ein Huhn und möchten gerne eine Kuh dafür bekommen. So ein Huhn ist tendenziell nicht ganz so viel wert wie eine Kuh. Wie machen wir das, dass wir jetzt an eine Kuh kommen? Nun, wir könnten vielleicht anbieten, dass wir 10 Hühner haben, aber dann müsste jemand anderes auch 10 Hühner gebrauchen können. Ergo quasi diesen Value, den Wert von einem Gegenstand, der kann unterschiedlich sein. Und wenn man dann hingeht und sagt, man möchte mehrere kleine Sachen vertraden, auch dann genau, dass der andere sagt, okay, ich nehme das Angebot an, um dann dir halt ja, diesen höherwertigen Gegenstand zu geben, ist manchmal nicht so einfach. Dafür gibt es dann aber quasi in-game ja, so eine eigene Währung, das nennt man so Tradables, sowas wie Runen, Stein von Jordan, also so ein Ring. Da gibt es gewisse Sachen, wo man sagen kann, ich kann jetzt viele Kleinigkeiten immer in diesem Segment vertraden, kommen dann einiges von diesen Währungen, sag ich mal, in-game, auch wenn es keine richtige Währung an sich ist, aber die dann immer wieder mal gerne gesucht werden und dann kann man es dann quasi in-game so lösen. Aber hier muss man auch sagen, es wird mit der Zeit immer Preisschwankungen geben. Als Beispiel, wenn ihr am nächsten Tag, nachdem D2 rauskommt, eine High-Rune findet, die wird gefühlt unbezahlbar sein. Ja, damit könnt ihr euch ganze Charaktere an Gegenständen ausstatten. Solltet ihr diese aber nach 3 Jahren finden, werdet ihr natürlich ein Vielfaches weniger dafür bekommen, weil einfach Angebot und Nachfrage immer schwanken werden. Und so wird es immer wieder der Fall sein, dass Sachen mal mehr wert sind und weniger wert sein werden. Eine Möglichkeit, um in-game zu handeln, man sieht es hier auf dem Bild, man kann ein Spiel erstellen, Need Bear of a Jar, und man kann währenddessen man auf den anderen Trade-Partner wartet, auch ja, problemlos seine Andariel, Mephisto, Chaos Sanctorum, irgendwelche Runs, die man auch gerade am Farmen ist, machen. Wenn jemand reinkommt, geht man gerade in Akt 1, das ist so immer so dieser Treffpunkt, den Handel abwickeln, wenn das quasi mit den Runen passt, und dann kann man entweder weiterfarmen oder ein neues Spiel aufmachen mit dem neuen Handeln, den man dann betreiben mag. Nachteil, man merkt es hier, man kann nicht viele Sachen auf einmal handeln, weil ich kann jetzt nicht irgendwie 10 Rüstungen, 10 Runen als möglich anbieten. Man macht es quasi immer Gegenstand für Gegenstand. Und ein zweiter Nachteil ist natürlich in der Hinsicht, es muss diese andere Person das Spiel erstmal sehen und zeitgleich auch online sein. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, man macht das Spiel über stundenlang auf, geht irgendwie was essen, schlafen oder irgendwas. Die andere Person kommt ins Game rein, sieht, oh, man ist nicht da, geht wieder raus und denkt sich, ja, vielen Dank für nichts. Also man muss dann quasi zeitgleich online sein. Und ein ganz wichtiger Punkt, die Pille musste ich auch mal nehmen, ist das Thema Scam, also Betrügen.
Es kann sein, also beziehungsweise so war es in der Vergangenheit, dass Leute hingegangen sind und haben dann einen Gegenstand reingelegt, so zum Beispiel wie so eine Harlekinskrone, also Schako. Und die sieht dann natürlich so grünlich aus und man sucht diese gerade, denkt sich, oh, er hat die, und der sagt mal, was er dafür haben will, man postet es rein. Und denkt sich so, oh, bitte, bitte, mach jetzt diesen Trade mit mir. Dann legt ihr wieder eine grüne Kappe rein, drückt auf Handeln. Wir klicken auch schnell auf Handeln, sagen, ja, super, gefreut. Und auf einmal sieht man, oh, das ist nur eine Kappe mit einem Smaragd drin reingesockelt, die einfach danach grün aussieht. Also quasi aussieht wie eine Harle, aber es ist keine ist. Und da mein Rat an euch, Leute, bevor ihr immer auf Handeln klickt, schaut euch nochmal die Gegenstände, die der Handelspartner reingesetzt hat, immer nochmal vorher an. Ja, es wird vielleicht den einen oder anderen trotzdem mal treffen, aber ich denke mal, so lernt man am effektivsten. Und mein Ratschlag, schaut immer die Gegenstände an, bevor ihr auf Handeln klickt. Gerade wenn jemand irgendwie den Gegenstand rein, raus macht, diese Geschichte, da immer Vorsicht geboten und immer mit wachsamem Auge beim Handeln sein. Eine weitere Möglichkeit zu handeln ist auch zum Beispiel über meinen Discord-Server. Werbung hierzu habe ich in der Vergangenheit schon immer wieder mal gemacht. Der Link ist auch wie immer in der Videobeschreibung. Ich versuche auch mal dran zu denken, es unter den Post anzupinnen. Und zwar, wir sind jetzt schon einige Leute hier in der Community, die Diablo 2 spielen werden. Und hierzu bin ich hingegangen, habe zwei extra Kanäle aufgemacht. Einmal ein Ich biete und Ich suche Kanal. Nach dem Motto, ihr habt einen Gegenstand, den ihr loswerden wollt, könnt ihn unter Ich biete reinsetzen oder ihr sucht nach gezielt einem Gegenstand unter Ich suche. Wenn ihr den dann reingesetzt habt, bitte per privater Nachricht euch austauschen, euch verabreden und dann den Handel absolvieren. Und danach, wenn man das gemacht hat, kann man natürlich gerne seinen Post wieder rausnehmen, um nicht irgendwelche andere Leute zu verwirren, dass die sagen, oh, ich würde auch gerne mit dir handeln, dass man dann nicht irgendwelche Sachen, die schon vor einem Monat alt sind, noch drinstehen hat. Und B ist natürlich für die Übersicht dann auch einfacher zu sagen, was ist gerade aktuell. Also da kann ich auf jeden Fall nur jeden einladen. Hier, wir sind eine kleine, schöne Community, die hoffentlich weiter wächst. Also jeder ist da willkommen. Und ich denke mal, der Vorteil hier ist definitiv, dass wir zeitlich unabhängig sind. Also ich könnte jetzt einen Gegenstand reinposten und heute Abend schreibt mir jemand, sagt, hier, den hätte ich gerne oder vielleicht auch zwei, drei. Und dann kann man dann hingehen und sagen, okay, abends, wann hast du Zeit, wir verabreden uns und kommen dann quasi in-game und handeln. Ist eine Win-Win-Situation, einfach dieser zeitliche Faktor, der da nicht gegeben ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass es dann hier im Teamspeak keine Leute gibt, die dann versuchen, sich gegenseitig zu veräppeln. Das wäre halt natürlich auch ein großer Faktor. Wenn da irgendwas kommt, haben wir natürlich auch ein Auge drauf. Ja. Also, wie gesagt, Discord ist eine schöne Sache, wo man sich einfach dann zusammentun kann und dann auch quasi als Community gemeinsam spielen kann. Bevor ich jetzt auf das nächste Thema eingehe, möchte ich kurz sagen, ich bekomme kein Geld dafür, ich habe keinen Werbevertrag oder irgendwelche anderen Vorteile. Es ist hier rein informativ, es ist keiner gezwungen, auf diese Seite beizutreten. Ich möchte es einfach nur mal mit anbieten. Und zwar, man kann auch handeln über die Seite d2jsp.org und ist für mich somit die größte, beste Trading-Seite. Um es einfach mal kurz zu zeigen, dass ich jetzt nicht irgendwie erst seit gestern Mitglied bin. Hier sieht man es, ich bin seit 2006 auf der Seite aktiv. Oder sagen wir mal so Mitglied, aktiv war ich eine relativ lange Zeit nicht mehr. Und ja, Vorteil ist hier, es ist eine riesen Community. Nachteil, oder was heißt Nachteil, das ist halt aber auf Englisch in der Hinsicht. Hier werdet ihr die meisten Trade-Partner definitiv finden. Man muss es nicht zeitlich irgendwie gleichzeitig online sein, sondern man kann Sachen auch heute reinposten, gucken, was bieten die Leute einem an, sich vielleicht auch gegenseitig hochbieten. Man kann auch sagen, ich habe ein Mindestgebot oder einen gewissen Preis festsetzen und einfach warten, bis jemand diesen Preis bietet. Kann es auch über Tage oder Wochen laufen lassen, aber auch hier wieder aufpassen, es gibt Preisschwankungen im Spiel. Also ein Gegenstand, der heute viel wert ist, kann nach einem Monat weniger wert sein, also auch da nicht übertreiben. Und wenn man hier noch einen riesen Vorteil hat, ist, wenn ich jetzt dieses Hühnchen mit der Kuh-Problem habe, man hat Gegenstände, die nicht viel wert sind, möchte aber sich langsam hochtraden, um Sachen zu holen, die viel wert sind, kann man Sachen für Forumgold vertraden, das ist quasi wie so eine Währung auf der Seite. Und wenn man dann ein bisschen was angesammelt hat, kann man sich zum Beispiel eine High-Rune dafür zurücktraden und kommt dadurch auch relativ entspannt voran. Was man aber auch machen kann, ist, wenn man jetzt nicht irgendwie große F-Runs machen kann oder irgendwie so nur nicht stark genug ist,
und sagt, okay, ich möchte jetzt effizient vor dem Gold mich langsam hocharbeiten. Man kann jemanden durch das Spiel ziehen, also Services anbieten, durch das Spiel ziehen und dafür dann einfach einen Preiswurf vereinbaren nach dem Motto, ich ziehe dich jetzt durch Normal für, keine Ahnung, 5 FG und dann kann man da auf jeden Fall Forum Gold verdienen. Ganz wichtig, aber auch hier auf der Seite, es gibt auch da immer Scammer, also Leute, die euch betrügen wollen, auch da immer mit Vorsicht zu genießen. Schaut euch die Seitenregeln an, ergo, wenn ihr jetzt euch heute registriert, sieht jeder, okay, A, ihr seid unerfahren. Und B, wird euch keiner vertrauen, weil hier ist viel mit Vertrauen auf der Seite auch zu tun. Wenn ich mit jemandem jetzt einen Gegenstand trade, muss irgendwie jemand entweder als erstes das Item rübergeben oder als erstes das Forum Gold senden. Und das Risiko besteht immer drin, dass die andere Seite dann sagt, so edgy badgy, ich gehe aus dem Spiel raus und sende dir nicht das Forum Gold. Wenn man etwas Teures, Wertvolles hat oder sich nicht sicher ist, ja, nehmt einen Mediator dazu. Das heißt, ihr habt eine dritte Person dann mit dabei. Der sendet ihr das Forum-Gold und sie gibt das Forum-Gold dann erst weiter, wenn ihr auch den Gegenstand habt und macht dann von allem immer ein Bild. Also ihr werdet da direkte Nachrichten euch hin und her schreiben, um dann quasi das Game zu vereinbaren. Wenn jemand ins Game kommt, macht ein Bild davon oder vielleicht auch ein Video davon, um es später dann auch als Beweis dann zu haben, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ja? Aber mir ging es eigentlich darum, ohne jetzt irgendwie schlechte Stimmung zu machen, hauptsächlich darum zu sagen, es gibt so eine Seite wie D2JSP, finde ich für mich somit die beste Seite zum Handeln. So Leute, das waren meine Varianten zum Thema Handeln, die Vor- und Nachteile, Risiken hinten dran. Mich würde mal interessieren, A, seid ihr jemand, der sagt, ich spiele nur Singleplayer-Modus, ich spiele nur mit den Sachen, die ich selber finde, oder geht ihr auch aktiv in das Handeln mit ein? Und natürlich, was gefällt euch am besten? Ja? Also sowas wie D2JSP ist natürlich so ein bisschen offener, ein bisschen ja, auch auf Englisch oder sowas wie Discord. Oder sagt ihr, okay, für mich reicht ausschließlich In-Game-Trades, dass ich sage, ich mache mein Spiel auf, farme währenddessen und trade. Ja, würde mich einfach mal interessieren, wie da euer Gefühl ist, was ihr da machen wollt. Und wenn dazu nochmal Fragen sind, gerne hier in die Kommentare oder im Discord. Ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bin euer Embers, ich bin raus.